anderen Trick. Ja, würde ich es nicht unbedingt behaupten wollen. Aber doch schon. Wir sorgen nämlich dafür, dass hier unten gar kein Nix irgendwas reinkommt, was ich hier nicht will. Was ist denn das? Das heißt, wir lagern hier diese ganzen tollen Sachen aus. Und ich möchte hier zum Beispiel nur noch Generäle drin haben. Ja, das Auslagern muss man eigentlich übrigens nicht machen, wenn nicht irgendwas schon drin ist. Aber ich mache das immer zur Sicherheit. Warum zur Sicherheit? Naja, beim Originalen war das irgendwie so, dass wenn man Siedler auslagert, sind die immer aus dem Haus rausgegangen. Haben nach dem neuen. Ja, ich weiß gar nicht noch, was sie dann gesucht haben. Wahrscheinlich nach dem neuen Zuhause am Wegnetz gesucht. Und haben halt das Lager, aus dem sie gerade kamen, direkt wieder gefunden. War ein bisschen witzlos, weil. Naja, man hat eben nicht genau das hingekriegt, was man wollte: die Siedler auszulagern. Und das hat mich immer sehr gestört. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, beziehungsweise mir das dadurch eigentlich angewöhnt, immer auslagern zu stoppen, einlagern zu stoppen und auszulagern. Und das hat sich einfach bewährt. Sag mal, wie es ist. Hat sich bewährt. Ich mach das heute immer noch so, es ist einfach so drin. Das tut ja auch keinem weh. So. Das müsste ich, glaube ich, alles eingestellt haben, was ich einstellen wollte. Ich stelle wieder auf schwache Verteidiger. Jetzt hiervon jeweils einen mit. Einen habe ich gesagt. So, jetzt haben wir schon so ein Problem. Die werden nicht ausgelagert. Die soll es da ja eigentlich auch nicht bleiben. Was ist los? Fuck. Ah ja. Die müssen wir natürlich schon einlagern lassen. Das müssen wir eigentlich generell anlassen. Außer die Generäle, die wollen wir da eben nicht haben. Und dann machen wir noch unsere Eisenschmelze an. Ach, Eisenschmelze, was ist das hier? Ja, Schlosserei. Damit die eben die Werkzeuge herstellt. So, mein Interface wird jetzt schon wieder ganz schön voll. Eigentlich habe ich die Karte auch nie offen. Aber ich habe mir gedacht, das ist bestimmt ganz schön, wenn man hier mal ein bisschen so hingucken kann, ne? Was hier so läuft. Und deshalb habe ich das einfach mal gemacht. Statistik Gold. Naja, eigentlich nicht so interessant. Eigentlich das hier interessant. Aber ich werde mich da auch ein bisschen drum kümmern, dass wir jetzt hier gleich den Gegner einholen werden. Aber erst muss ich noch für die Bakery so sorgen. Dass die besetzt wird. Der Stein jetzt kommt da auch weg. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Holzfäller habe ich schon mal auch nicht. Na gut, ich habe hier irgendwelche, die gar nichts machen. Vielleicht sollte ich die auch einfach wieder mitnehmen. Ah ja, ja, ich erinnere mich wieder. Hier war doch eigentlich nur so ein dünner Fahrt. Ach stimmt, die Karte habe ich doch auch verwendet. In irgendeinem Tutorial von mir für Lua-Script. Ich da hinten mit Steinen noch was rumgespielt, weiß nicht mehr genau was. Auf jeden Fall sollte der Gegner eigentlich nicht herkommen. Weiß ich auch nicht mehr aus. Obwohl, wir sehen hier schon den roten. Ich finde es ein bisschen komisch, dass der rote tatsächlich so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, anders sich verhält als im Original. Original ist hier nie so weit gekommen, weil, naja, er hat es einfach nie geschafft, also mit seinem Steinvorrat alles hinzukriegen. Weil der hat nur ein ganz bisschen Stein bei sich, hat vorkommen. Hat eigentlich immer, wenn er kurz hier vorher war, da unten zu sein, schon out of stone gewesen. Ich weiß nicht, ob er da wirklich eine Barriere hat oder ob er es einfach nur so nie geschafft hat, weil er, ja, schlecht gespielt hat. Auf jeden Fall hat er es nie geschafft. Und warum es jetzt schafft, ist halt ein bisschen komisch. Ich habe ja auch in den Medien jetzt hier, dass wir mal in einem. Es gibt diesen Command, der nennt sich J. Es gibt Gameframes. Damit könnte ich jetzt theoretisch Gameframes überspringen.
wer Siedler 4 kennt, da gab es die Taste F12. Und naja, hier hat es hier quasi jetzt dasselbe. Da kann ich also eingeben, zu welchem Gameframe ich denn gerne springen möchte. Springen heißt in dem Fall, ich kann derzeit nichts machen und die Spielsimulation läuft weiter. Heißt zum Beispiel, wenn ich in der Zeit noch ein Gebäude habe, was baubefindlich ist und das Gebäude wird fertig, also ein Militärgebäude zum Beispiel, werden auch die Bahnen hingebracht und alles. Ach, das funktioniert. So. Aber möchte ich jetzt nicht benutzen. Die Funktion. Weil, macht ja keinen Sinn. Aber zum Testen ist auch immer ganz nett. Vielleicht auch für Leute, die einfach mal eine neue Karte erstellen. Das soll ja passieren. Die können natürlich so eine Funktion super, super gut verwenden. Einfach um zu testen, ob die Karte denn so funktioniert, wie das geplant war. Oder ob da irgendwas schief läuft. Beziehungsweise eigentlich ist das auch ganz super zum Testen der Skript. Weil man kann eben einfach springen und ist eigentlich sofort bei dem Gameframe, wo man dann da gerade hin wollte. Man muss nicht erst da dann fahren. So, wir stellen hier unseren Wachstube wieder hin. Haben dem armen Bauern jetzt seinen Arbeitsplatz weggenommen. Naja, das passiert. Damit ich das hier nämlich endlich auflösen kann, das hier endlich löschen kann und ja, dann ist alles schön. Wir haben wieder noch Holz, wir haben wieder Schiffe. Eisen haben wir nicht produziert. Doch, machen wir jetzt weiterhin. Produziert der Eisen? Oh, Baumstamm. Naja, ich muss immer mal einen Baumstamm haben. Ganz schön teuer, so eine Baumstamm. So, du musst es jetzt auch weg. Fuck. So, das jetzt. Brunnen, oder? Och. Aber wer weiß das schon so genau. Ich glaube, es waren Brunnen. Oder ich hoffe es zumindest. Weil das tut mir nicht so doll weh. Aber eigentlich gar nicht. So, da geht mir am allerwertesten vorbei. Nein, was ist jetzt hier passiert? Ah, verdammt. Ach Mensch. Einmal nicht aufpassen. Ich weiß auch wieder, was ich machen wollte. Oh nein, jetzt habe ich. Oh, oh Gott. Das war der größte Fehler, den ich hätte machen können. Schiffsnahe Gebäude zu besetzen. Ja, das war ein Geniestreich. Weil. Jetzt habe ich unten das alles besetzt. Also diese ganzen Gebäude. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Naja, mal warten, bis die alle wieder raus sind. Und. So, für jeden, der sich jetzt vielleicht ein bisschen wundert, warum ich hier jetzt gleich so ein bisschen also noch mehr nicht gut klicke, als ich das jetzt sowieso schon die ganze Zeit mache. Es ist schlicht und ergreifend so, dass ich irgendwie hier, wenn ich aufnehme, einfach starke FPS ich habe. Sollte nicht an meinem PC liegen, auch nicht an meinen Grafikkarten. Ich würde aber mal vermuten, dass die KI hier ein bisschen ausrastet mit irgendwelchen Dingen, die sie da so gerne tut. Aber das soll es nicht gerade stören. Ich finde es ein bisschen komisch, dass ich das Gebäude dort bauen durfte. Und jetzt habe ich hier auch. Naja, muss man vielleicht nochmal prüfen, ob das wirklich so sein sollte. So, wenn ich das jetzt abreiße, der hier kommt, das ist wohl egal. Da geht auch gut. Das war mir nicht egal. Ach ja, wenn man nicht ordentlich guckt. Ne? Was soll's? Kann er eh nicht besetzen. Was hat der besetzt? War der besetzt? Ich glaube auch nicht. Okay. Ein bisschen Rohstoffe verbrauchen, das tut ja nicht weh. Bauen wir da noch das hin. Die Bäckerei noch mehr. Einfach genau, ich möchte oben den Berg auch relativ schnell abarbeiten. Damit ich weiß, an was ich mit der Kohle. Steinmetze habe ich momentan 2, oder?
können die Gebäude schießen, die muss ich eigentlich fast nie. Zwei. Ich weiß, dass wir vier Steinmetze haben. Also verwenden wir die ab. Aber jetzt wird's interessant, sind die ganzen Soldaten zurückgekommen, die hier mal irgendwo waren. Weil im Original hätte das glaube ich nicht funktioniert. Ich glaube, da habe ich das immer dadurch gelöst, dass ich alles abgerissen habe, darauf gewartet habe, dass jeder wieder zu Hause ist. Und nachdem jeder dann zu Hause war, habe ich schlicht und ergreifend das Einlagern gestoppt für alles und dann sind halt bloß die Leute rausgegangen, die dann gebraucht wurden. Es ist so, als auf jeder Insel nur noch einen Soldaten übrig behalten, der dafür sorgt, dass der Hafen nicht verschwindet und dann war alles schön. So, vielleicht bauen wir hier oben auch einfach nochmal um und kriegen dadurch ein bisschen mehr Land und Ressourcen. Ach, das schaut mich ja immer noch, dass das da nicht geht. Was haben wir dort? Den Steinmetz können wir eigentlich auch bald abreißen, der ist ganz schön weit weg vom Schuss mittlerweile. Und ansonsten sind das jetzt eben die vorgebauten Rauten für meine Bauernhöfe. Obwohl, ich muss noch gucken, dass ich da auch wirklich einen hinkriege. Aber das sollte schon klappen. Weg. So, ich mach mal die Nameplates aus. Das bringt auch noch mal relativ gut FPS. Ja, meistens so 10. Aber besser als gar nichts. Hier habe ich jetzt wieder mal 280, 290 beim Aufnehmen. Und auf einmal geht das einfach runter auf 25. Das ist die Frage, ob das entweder eine Skriptsache ist oder ob da die KI schon wieder die ganze Zeit ausrastet. Aber davon lasse ich mich jetzt hier nicht beeinflussen. Ich mache doch auf der SOC an. Das war eigentlich noch früher so meine Standard-Kombi, sage ich mal, wenn ich das Spiel begonnen habe. SCV drücken und dann läuft's. Mach ich bis heute noch, selbst wenn ich es nicht will. Oder mich eigentlich gar nicht interessiert, aber das sind so Tastenkombis, die habe ich mir einmal angewohnt. Und die sind bis heute drin. So, wir haben doch jetzt eigentlich schon. Wenn ich jetzt eigentlich schon genügend von diesen Rolling Pads 2 für weil das ganze Interface voll Müll. Wer mich kennt, da ist ja das ein bisschen WoW-Spiele. WoW sah das eine Zeit lang ähnlich aus, aber mittlerweile sieht das da besser aus. Nicht mehr so total abstrus, verwirrt, verworren, voll gemüllt. So, wir haben jetzt wieder auf Sensen gestellt. Also, brauchen wir. Und ich konnte jetzt endlich die seine Gebäude da abreißen. Ich muss jetzt nur hoffen, dass ich dort. Hex. Nein, warum ist das so groß? Mensch. Ich sehe ihn schon. Hilf mir immer noch nicht. Ja, dann planieren wir hier einfach weiter. Also ich planiere hier weiter vor mich hin. Beziehungsweise ich lasse die Leute hier einfach vor sich hin planieren. Nicht flanieren. Wo ich das Wort flanieren eigentlich auch gut finde. Durch die Straßen planieren. Aber das hilft nicht weiter. Ich hoffe nämlich, dass der das noch hinkriegt, dass ich hier einen Bauernhof hinbauen kann. Und hier dann ein. Dann habe ich hier nämlich auch noch eine richtig starke Bauernhofreihe. Bauernhöfe sind immer gut für Nahrung. Das sollte jeder von euch wissen, der sich das hier anguckt. Jeden, den das hier wohl interessiert, der, denke ich mal, weiß, was ich hier treibe. Oder kann das zumindest verstehen. Ich bin tatsächlich nicht mehr sicher, ob das hier so hart getrennt war. Ich hätte gedacht, da wäre auch ein bisschen Kohle gewesen. Aber es kann natürlich sein. Eine Insel mit Gold, eine mit Eisen, eine mit Kohle. Wo hier, glaube ich, auch noch irgendwo Gold ist.
Aber, ja gut, es lässt sich halt auch leichter balancen, ne? Wenn ich ganz genau weiß, so viel Gold ist da, so viel Eisen ist da. Und zwar hatte der Original-Editor so eine Map-Check, sag ich mal. Aber der hat ja bloß ausgegeben, wie viel allgemein auf der Karte ist. Und nicht an irgendeiner bestimmten Stelle. War eigentlich ein ganz gutes Feature. Hab auch überlegt, ob ich das nicht mache. Ich habe also Map-Tools, whatever, Programm geschrieben in C++. Und habe auch da überlegt, mal sowas einzubauen, dass man eben X und Y für den Start und X und Y fürs Ende für ein Viereck ausgeben, angeben kann. Aber wer wird das nachher schon benutzen? Außer ich selbst. Und ich habe mir halt schon so eine ähnliche Version geschrieben, die relativ gut funktioniert und das auch schon tut, was ich möchte. So, es scheint hier zum Beispiel mal nicht zu klappen. Ich finde ein relativ gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht immer geht und manchmal auch einfach nur Zeitverschwendung ist, zu versuchen, alles ordentlich zu planieren. Weil hier an dieser Stelle kriege ich das scheinbar einfach nicht hin. Weiß jetzt nicht, an welchem Punkt es liegt. Ich denke mal an dem hier. Sind wir vielleicht auch die? Vielleicht doppelt planieren. Mal sehen. So, wir haben jetzt. Wie könnte das jetzt eigentlich sein? Da haben wir gar nichts davon. Aber 31 davon. Ja. Oh oh oh. Hier müssen wir wieder aufpassen wegen Gold. Ne? Ich hasse es, Gold zu verschwenden. So, ich übrigens im Original nie gespielt. Also. Nicht mal annähernd. Also im Gegenteil, da habe ich pures Chaos gespielt. Mache ich jetzt mittlerweile ganz anders und spiele pure Plan. So, was haben wir jetzt hier geschafft? Das sieht noch schon mal aus wie das vorher. Ah ja. Du kommst weg. Da können wir den da schon hindern. Da soll sowieso einer hin, das habe ich mal richtig platziert. Da kommt eine Fahne hin und da, das wird da auch noch ein Bauernhof haben. Jetzt sieht man relativ schön, dass diese Art des Bounds einfach dafür sorgt, dass man ganz schön viel Platz hat. Ne? Ich habe mich nicht erinnert, dass ich hier im Original so viel Platz für irgendwas hatte. Gut, liegt auch vielleicht daran, dass ich einfach nicht mit einem ordentlichen Bauprinzip vorgegangen bin. Aber nichtsdestotrotz ist das ja schon, finde ich, ganz schön stark zu merken, wie sehr sich doch die Spielart verändert hat. Ach Mensch, guck, ich hab's geschafft. Ich kann da in den Bauernhof bauen. Mensch, so viel Zeit investiert. Der Fischer kommt weg. Und dann bin ich mit der Stelle auch schon wieder ganz schön zufrieden. Ich nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Aber es hat geklappt. So, hier haben wir zum Beispiel so eine Stelle, die ich einfach dumm finde. Aber früher habe ich zum Beispiel auch gemocht, diese Statistiken hier zu pushen mit der Inhabitants. Also ist die KI gar nicht so weit hinter mir. Ich meine, ich habe jetzt 1, 2, 3 Häfen, Lager, Hauptquartier, macht 5, also 5 mal 100 Leute. Das heißt, die KI muss eigentlich ungefähr genauso viele Lager haben wie ich. Weil von der Landgröße, also auf jeden Fall die gelbe, ich weiß nicht, von der Landgröße kleiner. Aber alle haben kein Gold. Wie alle früher kein Gold gehabt. Daran könnte ich mich nämlich nicht mehr erinnern. Aber dann wäre das ganz schön sinnlos, was ich hier für eine Wirtschaft aufbaue, weil, naja. Bisschen oversized. Bisschen oversized. Bisschen sehr. Für die, die vielleicht nicht so Multiplayer-affin sind. Bisschen oder sogar auch so strategie-affin. Was ich jetzt hier mache, ist, dass ich die ganzen Wege zu Gebäuden trenne, also Militärgebäuden, die nicht zum Abbau
upgraden genommen werden. Upgraden ist eben einfach der Vorgang, dass man versucht, mit seinem Gold Generäle zu schaffen, ohne dass die vorne an den Grenzfestungen sind. Also ich habe halt früher noch so gespielt wie so eine KI. Hab einfach vorne mein Gold in die Festung an der Grenze geschickt und dann gib ihm. Ne? Spielen heute einige noch. Das funktioniert vielleicht auch noch gegen KI, beziehungsweise damals natürlich auch gegen KI funktioniert super. Gegen Menschen funktioniert das meistens nicht mehr. Beziehungsweise, wenn ich mich recht erinnere, kann unsere neue KI mittlerweile das upgraden auch. Wir haben das ja beigebracht, beziehungsweise POC. Also der heißt einfach so. AI POC. Und der hat der das beigebracht. Und ich muss sagen, fand ich schon ganz cool. Kann mich nämlich nicht daran erinnern, jemals die KI als, also irgendwo hier in Siedle 2 mal als einen ebenbürtigen Gegner erlebt zu haben. Aber mittlerweile schafft sie das relativ oft. Und das freut mich. So. Jetzt kommt natürlich bald die wichtigste Frage. Habe ich alle extra Wege getrennt? Und meistens ist die Antwort nee. Hier zum Beispiel ist noch ein extra Weg, den sollte ich nicht haben. Beziehungsweise das wird ja eh abgerissen. Hier nicht, hier nicht. Ich glaube, ich habe alles getrennt. So, das heißt, ich setze jetzt den Balken für Hafennähe auf Max. Das sind also alle Gebäude mit so einer Ankerflagge. Ankerflagge haben sie mal landen, wenn sie in der Nähe von einem Hafen sind. Gibt es im Original nicht, aber bei uns in RTTR. Und ich habe gefällt. Naja. Weil ich wollte jetzt ja eigentlich die starken Soldaten reinhaben. Ach, deshalb habe ich mal zwei. Ah, nein, ja, ach. Ach, dann hat das auch so. Ich will doch mal rein. Jetzt beginnt das große Upgraden. Das heißt, ich sollte demnächst die KI auch einfach mal einholen. Ne, läuft. So. Also, Schmelze Schmieden, die laufen nicht auf 100%. Ja, wegen Schiffen. Ja, Nahrung wird nicht genug transportiert. Warum nicht? Ja, ich bin halt faul. Vielleicht brauchen wir Mühlen und Bäckereien, weil die weniger Platz brauchen. Naja. Ist eine Art der Taktik. Eigentlich sollte man. Also, es ist zumindest empfehlenswert. Für das Spielen mit Schiffen und das Meinen auf fremden Inseln ist eigentlich immer zu empfehlen, dass man nicht nur eine einzige Ware produziert für Nahrung. Also, in den meisten Fällen im Multiplayer ist das immer Brot. Da gibt es nur Brot, weil Brot braucht weniger Platz und weniger Platz ist besser, weil weniger Platz. Sondern man sollte auch Fleisch produzieren. Schlicht und ergreifend, weil die Mine fordert halt zum Beispiel 2 Fisch, 2 Fleisch, 2 Brot an. Und wenn nur 2 Brot da sind, kommt halt in einem so einem Zyklus, den das Schiff jetzt hier von hier nach hier fährt, nur 2 Brote an. Weil was anderes ist halt nicht da. So, und mit Fleisch wäre es halt so, dass 2 Fisch, 2 Brot und 2 Fleisch ankommen würden. Warum wäre das gut? Naja, sind halt 4 Sachen, die hier angefordert und produziert werden können. Und das sorgt einfach für einen Puffer quasi. Und fängt das ab, dass die Schiffe einfach so lange durch die Gegend fahren. Ja, ich mach's meistens eigentlich nicht, weil ich zu faul bin, ja auch. Das ist natürlich leider immer die Faulheit. Ich bin einfach zu faul, mir hier einen Platz für eine Pickfarm zu suchen, weil das funktioniert mit dem Weg nicht richtig. Und das passt mir nicht in mein Wegesystem, weil das ist halt ein großes Gebäude und ja, es sind halt viele Gründe, die jetzt nicht alle unbedingt rational sind. Also der Platzgrund ist schon sehr rational, weil es braucht halt mehr Platz. Aber eigentlich kann man das immer überall verkraften oder aber sehr, sehr gut umgehen. Das Problem. Man hat ja eigentlich immer Gebäude, die irgendwo so am Rand stehen, wie jetzt hier. Ich werde die Pickfarm. Und da kann man das immer machen.
Deshalb werde ich jetzt auch zumindest mal einbauen. Damit wenigstens einer mal ein Fleisch kriegen könnte. Ich habe, glaube ich, auch irgendwo noch einen Jäger, oder? Habe ich den abgerissen? Ach, der ist mittlerweile schon weg. Sollte man aber mal einen Anfang bauen. Gab's vielleicht noch eine alte Geschichte. Ich vermute es nicht, aber falls der gute Paar sieht, dass ich mal irgendwann angucken sollte. Ich erinnere mich noch an so ein schönes Match, das wir mal gespielt haben, wo wir. Ich glaube, das war eines. Es war nicht das erste. Es war auf jeden Fall eines der ersten Matches, die mit Very Low Goods gespielt wurden. Also mit noch weniger Waren, als man mit sehr wenig. Ne, mit wenig hat in Zeta 2. Das sind dann noch viel weniger. Also noch die Hälfte quasi. Da hat man halt nicht mehr die 26 Soldaten, sondern bloß noch 13 zu Beginn. Und wir haben so gespielt. Und wir waren zu der Zeit auf jeden Fall quasi gleich gut im Spiel. Also könnte mich eigentlich nicht daran erinnern, dass man immer sagen konnte, ja, du bist einfach besser oder du bist einfach besser. Dann ist es schon immer schon ganz schön gleich gut. Und das war da auch so. Ich habe aus einem einzigen Grund gewonnen. Ich habe meinen einen Bogen, den ich noch extra hatte. Also man hat, glaube ich, ja einen Speer und einen Bogen. Und ich habe diesen einen einzigen Bogen, den ich extra hatte, nicht dazu verwendet, einen zweiten Speer zu bauen und damit noch einen Spähturm zu besetzen. Nein, ich habe ihn dazu verwendet, dass ich einen Jäger baue. Und tatsächlicherweise hat dieser Jäger mir quasi so einen Nahrungsvorsprung gebracht, dass es mir möglich war, schneller Gold zu produzieren als er. Und man hat ja natürlich ein bisschen Kohle am Anfang, ne? So wie immer man das ja hatte. Es war mir eben möglich, dadurch schneller Gold zu produzieren. Und weil ich schneller Gold hatte, habe ich ihn besiegen können. Das vielleicht noch als eine lustige Geschichte zu den Jägern. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, ich wollte einfach nur erzählen, dass es eigentlich immer gut ist, diese Billigangebote an Nahrung, also billig im Sinne von braucht wenig Platz, kostet kaum Rohstoff und man hat sowieso einen Jäger, dass man das benutzen sollte. Das ist ein kleiner Tipp. Den sollte man einfach beherzigen. Auch wenn man natürlich die Gebäude relativ schnell wieder abreißen muss. Ich meine, das hält ja nicht so lange jetzt hier. Aber es hilft auf jeden Fall. Ungemein. Und deshalb sollte man das einfach machen. So, Militärstärke sind wir auf einem guten Weg, denke ich. Zweite Goldschmelze wäre vielleicht eigentlich noch schön. Vielleicht auch nicht. Also eigentlich jetzt glaube ich. Oh, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube. Pro Goldschmelze 2,5 Schmieden. Oh, ich weiß nicht mehr, wie das Verhältnis ist. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein Verhältnis gibt, ein sinnvolles. Aber wenn es eins gibt, dann ist es irgendwas in dem Bereich. So. Wir bauen jetzt noch zwei Mühlen aus Weinbäckereien, haben aber nur noch einen Rolling Pin. Das heißt, wir bauen noch einen. Danach brauchen wir auch eigentlich schon nicht mehr die Schlosserei, weil ich habe eigentlich nicht vor, die Inseln zu besetzen. Das ist nicht mein Plan. Von dem her, ja. Werden wir das lassen. Was sieht ihr? Oder was richtig? Ich muss nicht aufpassen. Naja, manchmal ist man ja ein bisschen verwirrt. So, hier war auch nur noch viel, viel mehr Kohle. Ah, man sollte Kohle nicht unterschätzen. Ich meine, wenn die Kohle leer ist, ne, kann man gar nichts mehr machen. So, weil ich jetzt einfach ein bisschen Angst habe und so Sachen, ne? Brauche da jetzt mal einen Spätung hin, um hier oben einfach ein bisschen mehr zu sehen. Da ich das jetzt die KI Barrieren hat und sich so verhält wie im Originalen, sollte mir eigentlich nichts passieren können. Könnte also eigentlich die komplette Nordfront ignorieren und mich einfach nur auf den Weg machen zum roten Gegner.
Weil ich möchte das machen, was ich im Original immer gern gemacht habe. Diesen, ja, wie soll man sagen, sneaky Angriff von hinten. Sprich, den roten hier landen, Festung bauen und dann aber holla die Waldfee, gib ihm. War im Original natürlich ein bisschen einfacher, da konnte man nämlich den Hafen nicht mit Soldaten angreifen. In RDTR kann man den Hafen mit Soldaten angreifen. Ist natürlich eine massive Spieländerung. Wir haben dafür auch keinen Addon, um das zu ändern. Ich meine, es ist ja sinnvoll, wie ich finde. Aber macht manches ein bisschen schwerer. Weil im Original war es halt möglich, dass du einfach einen Hafen hinbaust und hast nichts weiter damit gemacht. Und dann stand der Hafen halt da und dann hast du deine Festung langsam da vor dich hingebaut und dann war alles schick. Und dann hast du irgendwann gesagt, so, jetzt alle Festungen gleichzeitig besetzen, hast die ganzen Gebiete gleichzeitig angeschlossen und wurden die relativ gleichzeitig besetzt. Weil vorher war es halt nicht möglich, den Hafen irgendwie zu zerstören. Es sei denn, du hast dich so weit ausgebreitet, dass du bis auf das Land rüberkamst. Aber das hat eigentlich nie einer gemacht. Von daher ist das ein bisschen sinnlos, überhaupt zu beachten. Ja, aber wie dem auch sei, wir starten jetzt hierzu noch eine neue Expedition, weil ich habe hier unten jetzt schon 30 Generäle. Uiuiui. Und überlege jetzt, ob ich jetzt hier oben noch einfach noch Eisenschmelze und Schmiede baue. Macht eigentlich schon Sinn. Da ich ja momentan mit der Soldatenproduktion nicht hinterherkomme. Ja, mal sehen. Kommt jetzt darauf an, wie das hier mit dem Platz aussieht. Ah, hier habe ich immerhin noch einen Platz frei für ein mittleres Gebäude. Aber noch nirgendwo anders. Ja, da oben ist die. Was? Wie hat denn die KI das geschafft? So eine Grenze zu schaffen, hat jetzt hier oben irgendwo ein Gebäude. Naja. Ich kann mich aber erinnern, dass es auch im Original so ähnlich zumindest vom. Ich muss halt immer sagen, vom Gefühl her war. Ne? Das ist ja 1998 oder so. 97 habe ich, glaube ich, das erste Mal gespielt. Und. Es ist einfach lange her. Dementsprechend kann mich natürlich meine Erinnerung einfach trügen. Und das war alles ganz anders. Ja. So, jetzt sind wir wieder auf der Steininsel gelandet, die mich nicht interessiert. Ja, wie ich vielleicht gerade irgendwie hier bei meinem verzweifelten Klickversuch gesehen habe, ich kann hier oben leider nicht noch eine Eisenschmelze bauen. Das ist sehr schade. Ich hätte da sehr gerne eine gebaut. Deshalb baue ich jetzt aber hier unten einfach eine. Nein, ich. Oh, mega böse. Und baue jetzt hier einfach die Schmiede noch mit dazu und dann ist alles gut. Ja. Die sind alle schon leer. Auch nicht hin. Ja, aber ach so, ich weiß warum das hier oben so komisch aussieht. Ja, es funktioniert ein bisschen anders. Also, es gibt halt quasi KI-Barrieren im Original. Die gibt es in der STR so nicht. Bei uns können wir einfach nur verbieten, wo quasi jemand Land haben darf. Dadurch kommt das hier zu diesen lustigen Verwerfungen, weil bis dahin darf die KI und danach ist Schluss. Und das wird ein. Ja, es ist hier drüben auch so ein ähnliches Problem. Aber das ist ein ganz schön schlechtes Problem, weil ich glaube, das macht mir gerade alles kaputt. Dass der da nämlich noch einen Turm hinbauen darf. Weil ich vermute mal, er wird sofort angreifen. Und mir meine Taktik kaputt machen. Ich meine, ich kann jetzt hier noch zwar die Festung beauftragen, aber ob die wirklich was wird, weiß man nicht. Kommt jetzt auf einmal, es muss besetzt werden, ich meine. Wird man sehen. Sagen wir es, wie es ist. Man wird es einfach sehen.
Packen wir hier mal so ein Beobachtungsfenster drauf. Ist für sowas immer ganz schön. Na, Flamefire, da würde mir jetzt halt auch so ein viel kleinerer Ausschnitt reichen. Da brauche ich nicht alles. Aber wenn alles nichts hilft und ich da unten nicht lang darf, beziehungsweise einfach nicht lang komme, weil da zu viel Gegenwehr ist, ja, dann muss ich halt doch oben lang gehen. Ich habe nicht ganz so viel Lust drauf. Ah, was soll's. So, Generäle habe ich überall verboten einzulagern, weil dann werde ich vielleicht gleich einen kleinen Trick anwenden. Um einfach dafür zu sorgen, dass hier drüben auf jeden Fall nur Generäle ankommen. Sieht eigentlich noch gut aus, ne? Doch. So. Wir haben nur noch dort schwache Soldaten drin. Ach, was heißt, wenn ich das mache? Fenster zu öffnen, was schon offen ist. Da geht auf halt zu. Mann, haben die wirklich nie Gold gehabt? Wenn ich das noch wüsste. Mal noch nachgucken. Aber es kann natürlich sein, ich meine, die Militärmacht zeigt das ja zumindest relativ gut. Oh, fast, warum ist denn jetzt da noch einer gekommen? Ich hab doch null Rekruten gemacht. Ah, der war wahrscheinlich auch weg. Ja. Alles gut. Keine Ahnung, was ich erzählt habe. Sollte weniger erzählen und mehr spielen vielleicht. Ja. Harbor Building ist finished. So, jetzt ist der Hafen fertig. Hier darf jetzt alles rein. Und jetzt mache ich den Trick, indem ich hier nur die Generäle reinlasse und unten die Generäle wiederum auslage. Das sorgt dafür, dass das einzige Lager, wo sie rein dürfen, hier ist. Nicht hier. Hier ist. Und dann werden die schön hin und her transportiert. Und zwar dort unten in den Hafen rein. Hat zwei große Vorteile. Zum einen, der Hafen wird nicht mal einfach niedergebrannt, wenn sie ankommen. Zum anderen, ich habe einfach schon gleich meine Generalsmacht da. So, hier haben wir noch das Schiffsregister. Habe ich nie wirklich benutzt, ich meine, ne? Wird irgendwas transportiert, ja. Hooray. Aber das ist auch eigentlich für den Arsch. Bringt eigentlich nur was, wenn man jetzt. Manchmal ist das sehr schön. Man hat hier ganz viele Schiffe stehen. Uiuiuiui. Sowas sieht man auch gerne an Schiffen, ne? Dafür benutze ich das zum Beispiel gern, um mir einfach anzugucken. Boah, Soldaten. Aber manchmal steht hier auch ein Schiff für eine Kampagne. Also, für eine Expedition. Man klickt das Fenster weg und denkt sich, ah, ich will es noch nicht starten, ich warte noch auf irgendwas. Wer weiß was. Im Multiplayer passiert das häufiger, dass eine Expedition nicht gleich losschicken wird, sondern erst nach einer Weile. Und machst das hier so schön fertig. Und dann kannst du die nicht mehr anklicken, weil die unter einem anderen Schiff ist, was du anklickst. Und dafür ist das Schiffsregister gut. Uiuiui. Jetzt haben wir hier einen General reingepumpt. Macht nix, würde ich sagen. Ist ja hier hinten gut aufgehoben, ne? Ein Lagerhaus ist immer gut, ein Katapult ist immer gut, ein neuer Spähturm ist sowieso immer gut. Huch. Mensch, Mensch, Mensch. Hätte man jetzt noch gut klicken können, ne? Zum Glück spiele ich ja keine Ego-Shooter. Da wäre das nämlich wichtig. So. Ah, das ist wieder eins meiner Lieblingslieder. Thank you.
So, ja, da habt ihr gesehen. Ich weiß nicht, von wo er jetzt hier angegriffen hat, aber es war sehr knapp. Also so lang können jetzt die Soldaten hier noch nicht da sein. Aber es sorgt jedenfalls dafür, dass wir da genug haben. So, ja. Bin ja mal gespannt, ob der jetzt hier all seine Soldaten reinpumpt. Und ich habe auf jeden Fall schon mal mehr besiegt als er. Ich meine, ich habe nichts dagegen, ne? Soll er halt machen. Ja, hab jetzt hier 33 Generäle. Bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das so gut aussieht für ihn. Das einzige, was er schaffen könnte, ist dafür zu sorgen, dass das ewig dauert, bis alles fertig wird. Weil er einfach, wenn Soldaten drüber laufen, dafür sorgt, dass meine Waren zerstört werden. War ich mal gespannt. So, die Schmieden laufen jetzt nicht ganz so gut, sag ich mal. Jetzt haben wir, weil ich kein Eisen habe. Ich habe kein Eisen, weil ich einfach Schiffe und so. Oh ja. So, ich habe gleichzeitig wieder angefangen, ein bisschen zu upgraden und schon geht das bei denen runter in den Keller, oder? Ach Mensch, ich habe ganz schön viel verloren. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich jetzt hier ein Lager ausbaue. Das ist tatsächlich eine beliebte Taktik. Kommt aus dem Multiplayer. Denn es ist in der Regel leichter, eine Festung zu verteidigen, als einen Hafen. Warum? Die Festung ruft selbst seine Soldaten, während der Hafen nichts tut. Wenn der Hafen keine Soldaten mehr hat, naja, dann ist er halt ohne Soldaten da, eben wie das Hauptquartier. Und dann greift ein Gegner an mit einem Soldaten, ist das Hauptquartier weg. Also der Hafen. So, was hat das für eine Auswirkung? Naja, alle, die hier auf der Insel sind, sterben. Da ist ja nicht so toll, ne? Das mag ja keiner von uns, wenn die Leute einfach so sterben. Und technikergreifend dafür ist das Ganze gut. So, er sieht ja hier oben sehr lustig aus. Mensch, da. Also, ne? Crazy, falls du das anguckst. Aussehen gibt es da oben bloß eine 2-. Dann müssen wir das nächste Mal noch ein bisschen gucken. Das ist einfach gerade die Linien schaffst so. Also, ich meine, bis hier so, ne? So, ich glaube, bis hier hätte die KI so ungefähr kommen können. Wenn sie denn gewollt hätte. Ich meine, das sieht man relativ gut hier so quasi. Was will man denn hier oben, ne? Hier ist ja einfach. Naja, also. Wenn ich jetzt von dieser Pseudologik quasi ausgehe, ne? Warum sollte ich mich ausbreiten auf ein karges Land? Das ist doch für den Arsch. Da gibt's ja nichts. Und ich vermute mal, so ähnlich sind hier auch viele Sachen aufgebaut in dieser 2 auf Pseudologik. Aber das ist nur meine Meinung. Weil es gibt immer einen großen Unterschied zwischen dem, was logisch sinnvoll ist und zwischen dem, was spielerisch sinnvoll ist. Meistens geht das alles sehr, sehr, sehr weit auseinander. Will ich mich jetzt hier die ganze Zeit angreifen oder was? Bis er keine Soldaten mehr hat. Das ist scheiße von ihm, ne? Also für ihn, hauptsächlich. Man hat jetzt sich schon selbst ganz schön zugesetzt. Hier ist eigentlich gar nicht so soll. Ich meine, ich habe 71 Soldaten umgebracht. Ne, keine Ahnung, was sind. 7, 5, whatever. Macht für mich keinen Unterschied. Ich glaube, das hängt tatsächlich noch damit zusammen, dass die KI sowas wie Hauptquartiere und Häfen als potenziell unerlässlich wichtige Targets ansieht. Heißt, die greift das einfach so lange, bis es kaputt ist und bis es selbst kaputt ist. Macht in manchen Fällen auch Sinn. Aber nicht in allen. Das jetzt da ist gerade ein Fall, wo es keinen Sinn macht. Wo man natürlich auch sagen muss, was soll sie denn sonst machen, die KI, ne? Also ich meine,
können halt hier nicht angreifen und nichts. Ich weiß tatsächlich auch nicht, ob Crazy jetzt tatsächlich eingebaut hat, dass die Restrictions, also der Grund, warum das hier so komisch aussieht, nochmal irgendwann geliftet werden. Sprich, ob die KI irgendwann fähig ist, dort hochzukommen oder nicht. So, wir reißen jetzt mal hier die Wege ab. Ja, wir haben hier ein Brett. Und dieses eine Brett muss hier in die Festung. Und jetzt möchte ich das eine Brett haben, weil gerade geht's nicht kaputt. Ja, schneller, schneller, schneller. Go, go, go. Sehr gut. So, das Brett kommt jetzt an. Und dann sollte demnächst auch da mal endlich die Festung fertig werden. Obwohl es fast so schon besser ist für mich, ne? Aber auch fast. Wir rufen uns mal hier nochmal einen Kunden auf. Ich habe auch eigentlich gar keine Muße, mich jetzt hier oben weiter auszubreiten, ne? Bringt mir halt einfach nichts. Also, ich hoffe es. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht mehr, wo das Tor ist. Da der eine hier unten ist und das hier unten, glaube ich, noch Wasser ist und das hier so eine Art Landzunge ist. Und der eine hier, vielleicht das Tor irgendwo da. Da so. Ja. Hier. Komm, wir machen das mal so. Yeah. Ach, das wäre ganz schön dünn eigentlich, oder? Hier. So, ich jetzt das Observation Fenster hier. Ach, was weiß ich. So, ich sage halt einfach hier so in dem Bereich ist das. Mal sehen, wie weit daneben ich liege. Oder wie nah dran. Kann ja auch sein, dass ich relativ gut treffe, ne? Würde mich persönlich freuen. Würde mich entweder sagen, dass ich eine gute Erinnerung habe oder relativ gut verstehe, wie die Kampagnen aufgebaut sind. Was natürlich insofern einfach mehr als ein bisschen hilfreich ist, dass ich versuchen kann, in einer neuen Mission ein ähnliches Feeling zu erzeugen. Also, dass es einfach sich anfühlt, als wäre es eine originale Mission. Und nicht nur so aussieht, als wäre es eine originale Mission. Weil das ist eigentlich immer eins meiner Hauptziele. Es soll sich anfühlen wie das Original oder zumindest relativ ähnlich aussehen. Und wenn man das schafft, dann ist das relativ gut. So. Jetzt macht doch mal endlich hier diese Festung voll. Geht mir ganz schön auf die Nerven. Da ist eine komische Baracke. Da ist. Keine Ahnung. Da ist auch noch was. Ah ja, ja, ja. Lustig, was die KI da treibt. Aber sie hat Eisen. Das ist ja auch schon mal wichtig. Eisen braucht man. Was ist mit ihm los? Ach ja. Abgerissen. Ah, ich mag eigentlich das. Ich mag das gerade total. Oh, verdammt. Was haben wir hier? Na, schnell besetzt das. Uiuiui. Ui, ui. Was macht der jetzt? Fett weg. Ach, man weiß es nicht. So. Oh, schöne Wege. Hat der jetzt echt das noch angegriffen? Mutig. Nein, nein, nein! Oh. Nein! Schnell! Einer muss raus! Raus! So, jetzt können wir endlich loslegen. Ich hoffe jetzt, dass da nicht noch alles vollständig mit Katapulten, weil das der Fall ist. Boah. Ich habe keine Lust drauf. Katapulte sind, finde ich, einfach nur nervig. Sind zwar, ja, das sehe ich schon so, hilfreiches taktisches Mittel, aber in den meisten Fällen nerven sie doch einfach nur. Weil sie stehen halt im Weg rum, zum einen, und zum anderen sorgen sie halt einfach dafür, dass man nicht vorankommt. So. Machen wir hier noch ein Fenster auf, wie viele Generäle wir denn jetzt hier noch im Petto haben. Oder wozu sollen wir denn jetzt hier noch diese ganze Bagage Vollplatz besetzen, wenn wir doch eh bald dort unten sind. Scheiße, gut. Achso, das ist gar kein Weg mehr. Ja, das war ja schlau.
so viel Gebiet ohne irgendwas, oder meistens das dort irgendwo das Hauptquartier ist. Ich möchte halt jetzt eigentlich nicht hier oben den gelben noch an der Backe kriegen, weil zu. Deshalb werde ich mich jetzt hier oben auch mal zurückziehen, wenn dort nichts zu holen ist. Beziehungsweise ich hoffe, dass dort nichts zu holen ist. Vielleicht mache ich auch totalen Quatsch. Muss irgendwann nach oben zum Gelben. Obwohl, dann kann ich eigentlich oben lang gehen. Dann macht das ja auch keinen Sinn, wiederum von unten da hinzukommen. Ich mache einen Fan, dieses Fenster zuzumachen. Echt ungeübt geworden. Na gut, liegt ein bisschen auch am Interface. Ach, das wäre schade für ihn. Och, das hier hinten sieht doch gut aus. Och, ich bin ja weit daneben. Wohl, oder? Ah, hier habe ich, glaube ich, dann ja geschätzt. Ne? Hier. Hier. Ach, gar nicht so weit weg. Machen wir erstmal Hauptquartier weg. Das ist schon gut. Da soll kein Gold hin, überall. Ja, ist ein bisschen schade, dass die KI scheinbar nicht fähig ist, überhaupt annähernd eine Wirtschaft zu basteln. Aber es scheint wirklich dem Steinmangel geschuldet zu sein. Müsste man überlegen, ob man vielleicht der KI einfach mal am Anfang ein bisschen verbietet, Militärgebäude zu bauen. Was sorgt wahrscheinlich dann auch bloß dafür, dass die KI ohne nennenswerte militärische Gebäude dasteht und naja, das so viel mehr Sinn macht als das, wie es gerade ist. Ich wage es zu bezweifeln. So, nun ist die Frage, wie weit bin ich denn eben? Ach, schon ganz schöne Stücke, ne? Naja. Also ich würde es ja gelten lassen. Ich bin immer noch froh, dass die gar kein Gold haben. Ach, die haben ja auch gar kein Gold. Steine haben sie übrigens auch nicht mehr. Diese Noobs. Keine Ahnung vom Spiel. Wenn ich die Festung jetzt natürlich einnehme, habe ich hier eine richtig, richtig gute Base. Ich werde es einnehmen. Ah, früher oder später. Zumindest. Och, macht den noch platt. Geht doch. So, dann kann ich den nämlich besetzen. Was habe ich jetzt hier schon gelogen? Ach, gelogen, sag ich schon. So ein Landfinder, ne? Erkunder heißen sie. Erkunder heißen sie. Holt, ich glaube nicht. Das hier sollte weg können. Ja, Generäle. Da ist gar keiner drin. Das hier, das ist Unfug. Dann werden wir jetzt auch kommen. Ich finde es interessant, ne? Ich habe diese Insel hier, die hab ich mal richtig, richtig toll ausgebaut. Das heißt, hier habe ich immer so, ach, ich weiß gar nicht wie. Also, sowas mache ich halt gerne, so Backup-Insel gebaut mit Sägewerken und Lagerhäusern und Eselzuchten und Bauernhöfen und allem drum und dran. Das war also wirklich eine eigenständige Insel. Abgesehen davon, dass es hier keine Kohle gibt. Aber ich habe mir immer so gedacht, boah, da werde ich dann mal meinen, dass mein Glück suchen. Und wenn ich dann da in Angriff kommt, dann kann ich mich dahin zurückziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gespielt habt. Ich zumindest schon. Vielleicht ist das auch einfach irgendwie so der Grund, warum ich mit dem Spiel relativ viel Spaß hatte, immer noch habe. Ich spiele es ja jetzt gerade noch. Weil ich einfach immer diese Lust verspürt habe, es doch, wie soll man sagen, ein bisschen anders irgendwie zu spielen, ne? Wir haben das Tor erreicht, der Weg ist aktiv, und aktiviert. Der Weg ist frei. Frei ist er. So. Das war es dann auch schon wieder soweit, ne? Wenn die beiden, die mich gerne quatschen hören wollten dabei, was eigentlich mit der Musik passiert? Ist tot oder was? Wenn die beiden, die mich hier haben sprechen hören, könnten mir einfach mal sagen, ob ihnen das gefallen hat. Wenn ja, na dann schön. Und wenn nein, naja, dann, ne? Würde ich mir das in Zukunft einfach wieder sparen.
das halt ein bisschen gesehen, was ich gemacht habe. Das Tor erreicht, das war mein Ziel. Auch für dich nochmal, Mr. Many Marks, Way, whatever. Und hab das erreicht und um mehr geht mir das jetzt hier auch nicht. Ich hab früher häufiger so gespielt, dass ich versucht habe, alles einzunehmen, ne? Ich hab mich auch heute noch gerne. Was dauert einfach zu lange ist, hier das zu machen, also. Oh, hier sieht man diese Barrier. Ich muss sagen, die ist ganz schön großzügig gewählt, crazy. Also ich glaube, das hier wäre eigentlich das Richtige gewesen, was ich jetzt so markiere. Sieht aber sehr schön, dass die KI hier nach links leicht Festung gebaut hätte. Was mich da sofort aufgehalten hätte. Hier irgendwo ist glaube ich auch ein Hafenpunkt, das fand ich total lustig am Anfang. Ich habe mir die Karten irgendwann mal angeguckt, weil ich mir dachte, boah, starte doch mal von einer anderen Posi oder sowas. Da ich halt noch nicht gewusst, dass hier... euch das an, ich hab gar nichts quasi an Rohstoffen. Da habe ich mir gedacht, so, das spiele ich mal andersrum, dann besiege ich quasi mal den Spieler. Ich habe auch immer gehofft, dass man irgendwie hier rüberkommt. Ist das eigentlich noch so ein Mysterium, dass ich mir im Editor angucken wollte, ob es hier drauf irgendwelche Rohstoffe gibt oder nicht. Weil ich finde, hier steckt richtig, richtig viel Zeit drin. Und. Ah, jetzt interessiert mich ja noch, was habe ich denn noch Waren? Ne, jetzt sind das keine Waren mehr. Ich habe auch hier noch Waren. Mensch. So viele. Ja, das war es soweit jedenfalls von der vierten Römermission. Diesmal mit jemandem, der dazu auch ein bisschen was quatscht. Ja, könnt ihr auf der Homepage von uns finden, diese Mission. Ladet euch dazu einfach die neueste Nightly runter, packt die in euren Data Maps Ordner, ist aber auch nochmal erklärt in dem Thread. Postet ihr auch unter den Link da, unter die Description hier mit rein, wo ihr euch das runterladen könnt und dann sollte das ja alles gut sein. Falls euch auch zum Beispiel was auffällt, was einfach komplett anders läuft als im Original, wo ihr sagt, boah, was ist das denn? Was soll das denn? Das ist doch scheiße. Könnt ihr das natürlich auch sehr gerne sagen, weil, naja. Unser Ziel ist eben so nah wie möglich am Original zu sein und dabei so wenig wie möglich Mechaniken zu ändern und ich denke, das ist uns gelungen. Ich meine, KI spielt hier ein bisschen besser, im Original hat die hier kaum was stehen, hier ist hier richtig, richtig Action, macht Militär und alles und ja, dann auf Wiederhören, ne?